Wer ein großes SUV mit üppiger Anhängerlast sucht, kommt seit 2002 am Bestseller VW Touareg kaum vorbei. Die zweite Generation des Allrounders für Abenteuer on- und offroad macht sich jetzt auf den Weg zum Händler. Verkaufsstart ist im Herbst. Der neue Touareg hat 262 PS und wo wir gerade von Pferdestärken sprechen, wollen wir jetzt mal zeigen, was der Wagen für den Pferdefreund so leisten kann. Zur Stammkundschaft für große SUV wie den VW Touareg mit seinen 4,80 Meter Länge gehören unter anderem Pferdeliebhaber. Gegen Aufpreis gibt es jede Menge Extras für den Touareg, so zum Beispiel reichlich Kameras, die trotz großer Karosserie eine perfekte Rundumsicht garantieren. Das gilt sogar fürs knifflige Andocken an einen Anhänger. Allerdings können solche Extras den Preis für den Touareg 3 Liter Diesel durchaus in schwindlige Höhen hochschrauben. Der 262 PS SUV kostet 55.625 Euro. Aufpreispflichtig sind zum Beispiel Leder für 4.000 Euro oder Assistenzsysteme im Paket für gut 3.500 Euro. Extras zum Gesamtpreis eines Kleinwagens sind da eine leichte Übung. Nach wie vor die herausragenden Tugenden des neuen Touareg 2. Die Technik ist zuverlässig und vertraut, die Optik ohne Schnörkel oder Sperenzchen. Mehr denn je besticht der große SUV von Volkswagen im Interieur mit den typischen Vorzügen dieser Fahrzeuggattung. Im Innenraum gibt sich der Touareg gewohnt hochwertig. Wir haben eine super Materialauswahl, haben ein schönes, großes Navigationssystem. Sitzposition ist gut, Lenkrad fühlt sich einfach klasse an. Wirklich was zum Wohlfühlen, auch für längere Strecken. Trotz mehr Leistung haben die Wolfsburger Entwickler ihr Ziel erreicht, die Motoren um rund 5% sparsamer zu machen. Beim äußerst populären 3 Liter V6 Diesel heißt das 6,5 Liter auf 100 Kilometer Normverbrauch. Wir sind nicht ganz am Normverbrauch, aber gut, wir fahren auch keine 80 auf der Landstraße. Daneben gibt es einen kleineren Diesel mit 204 PS, einen 340 PS starken V8 Diesel und als Spitzenmodell den Touareg Hybrid. Ein reiner Benziner mit entsprechend hohem Durst bleibt auch in Zukunft den Spritverbrauch schmerzfreien Märkten wie Russland, China oder USA vorbehalten. Zur designerischen Auffrischung hat VW seinem neuen Spitzen-SUV reichlich Chrom spendiert. Zunächst am neu gestalteten Kühlergrill mit nunmehr 4 Chromrippen, die den serienmäßigen Bixenon-Scheinwerfer umrahmen. Innen wiederholt sich der spendable Einsatz von Chrom und weiteren noblen Materialien, zum Beispiel an den sehr edel wirkenden Drehknöpfen. Mit dem Groß-SUV aus Wolfsburg ist man im normalen Straßenverkehr und im Gelände souverän unterwegs. Bei Bedarf dürfen es sogar Hardcore-Offroad-Einsätze sein, die der Touareg 2 in seiner jüngsten Ausgabe locker wegsteckt. Selbst auf steilen Schrägfahrten droht der Touareg nicht zu kippen. 5 Geländeniveaus, 2 Sperrdifferenziale und eine Geländeuntersetzung sorgen dafür, dass der 262 PS Diesel den Touareg selbst in kniffligsten Passagen souverän vorantreibt. Dank der großen Bodenfreiheit des Touaregs und seiner beiden Sperrdifferenziale kann er deutlich mehr als nur auf Sand fahren. Für das Fahrzeug sind auch Verschränkungen oder starke Böschungen und Neigungswinkel überhaupt kein Problem. Der bisherige Bestseller unter den großen Geländewagen auf dem Markt ist Volkswagens bestes und teuerstes Pferd im Stall in Sachen SUV. Wer spezielle Bedürfnisse und kein begrenztes Budget hat, kommt nach wie vor kaum am Touareg vorbei. Derart gestärkt dürfte sich der neue Touareg wohl auch gegen seine stärksten Konkurrenten weiterhin gut schlagen. Dazu gehören vor allem BMW X5, Mercedes ML, Audi Q7, Porsche Cayenne und Range Rover Sport. Und im Vergleich zu denen verlieren sogar die hochklingenden Touareg-Preise ein wenig an Schrecken. Neben luxuriöser Ausstattung und reichlich modernster Technologie bietet der neue Touareg einen Riesenvorteil. Ich darf nämlich 3,5 Tonnen ziehen. Und das ist absolut perfekt, wenn ich mit meinen Pferden unterwegs sein will.